Hallo, 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 ihr Lieben. Schönen Abend in die Runde. Meine liebe Bastelmädels und Jungs, heute habe ich euch ja schon versprochen gehabt, dass es nochmal geht um das Produktpaket Ewig Verbunden. Die meisten von Ihnen werden ja vermutlich oder hoffentlich meinen letzten Dienstags-Live sozusagen gesehen haben. Und da habe ich euch ja eine Karte schon mal vorab mit dem Set gebastelt. Und zwar schaut die so aus. Und ja, die ist bei euch zum Glück ganz gut angekommen und heute werde ich mit dem Set noch einige weitere Varianten zeigen. Ich freue mich schon mega drauf und sage schon jetzt ganz, ganz lieben Dank fürs Einschalten. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Daniela Hödl und mein Blog heißt die Wunderwelt aus Papier.com und da findet ihr ja alle meine Kontaktdaten und alle meine Infos. Und ja, wer möchte, darf natürlich sehr gerne bei mir bestellen oder aber auch zu mir ins Team kommen. Eklar. Gut, so, heute geht es also ums Ewig Verbunden. Das findet ihr im Mini-Katalog auf der Seite 16. So schaut das aus. Da unten seht ihr das Produktpaket, kostet 65,50 €. Und ja, ich finde, es ist da zu empfehlen. Es ist einfach ein wunderschönes Set mit traumhaft schönen Stempeln. Und von daher lässt sich damit natürlich sehr viel, sehr, sehr Schönes gestalten. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal los. Heute werden wir viel stempeln. Also unter anderem, wir werden auch nur mal die schönen Stanzteile verwenden. Aber wir werden auch wirklich einige Stempel heute in Einsatz haben. Und ich würde mal sagen, wir basteln eine Karte nach der anderen. Ich habe ein paar vorbereitet. Und schauen uns einfach an, wie so meine Techniken sind, die ich damit heute eingebaut habe. Und ich werde euch ein bisschen kolorieren zeigen. Einmal ganz schnelle Varianten. Ein bisschen anders, als ich es sonst mache. Ich bin ja sonst immer so ein Wassertankpinsel-Fan oder aber auch mit den Stampin' Blends arbeite ich sehr gern. Aber heute werden wir tatsächlich mal mit den Stampin' Write Marker einfärben, weil auch das ganz wunderbar funktioniert. Und es kommen natürlich auch nochmal die Bürstchen in Einsatz. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Hüpfen wir rein ins Vergnügen, oder? Dann schauen wir uns mal die erste Karte an und ich weiß jetzt gar nicht recht, mit was ich beginnen soll, aber ich starte mal mit euch jetzt rein in meine Teamkarte. Wenn bei mir Wunderweltmädels einsteigen, dann kriegen die ja immer ein kleines Willkommenskärtchen und ein kleines Willkommensgeschenk, sofern sie auch wirklich Demos sein wollen, ist eh klar. Also ja, meine Haltung dazu habt ihr sicher schon mal gehört und ansonsten einfach bitte gern eines der Einsteiger-Videos anschauen. Na jedenfalls habe ich da jetzt ein ganz süßes Kärtchen für mein neuestes Teamie gebastelt, die Claudia. Ich freue mich einfach total, die ist jetzt seit Januar bei uns dabei und die kriegt eben so einen wunderschönen Color Coach von uns oder von mir und ein entsprechendes Willkommenskärtchen. Und wie ich das gebastelt habe, das schauen wir uns jetzt gleich an. Jetzt müssen wir da gerade mal schnell nochmal hinten drüber streichen, schnell fest, damit das ein bisschen besser liegen bleibt und ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So, dazu verwende ich wie immer sehr, sehr gerne meine Karten und Umschläge. Und da hole ich mir jetzt gerade mal ein so Kärtchen raus und knick das gleich. Das ist ja schönerweise schon vorgefalzt. Und damit kann man das auch gleich wunderbar weiterverwenden und braucht gar nicht lang zuschneiden und falzen, sondern kann direkt mit dem arbeiten. Und ich finde, das hat gerade so für so Willkommenskärtchen ist das eine ganz feine, nette Größe. Und da habe ich mir jetzt eben für diesen dekorativen Rosenstempel entschieden, den ihr da seht, der natürlich auch wunderschön mit dem Spruch zusammenpasst. Aber auch so wie da jetzt so eine Eckengestaltung finde ich auch sehr gut. Man ihn sehr gut verwenden kann. Dann habe ich mich entschieden für ein Olivgrün. Ich wollte da ganz bewusst einen dunkleren Grünton haben und den stempeln wir jetzt einfach mal ab. Also den setzen wir uns jetzt da einfach über die Ecke her. Und wenn ich da jetzt gerade so schön dabei bin, dann kommt gleich der Aufruf in die Runde. Wer dieses Kärtchen gerne haben möchte, braucht jetzt nur zur Celebration-Zeit bei mir einsteigen ins Team und dann kommt das Kärtchen zu Ihnen. Das würde mich natürlich wahnsinnig freuen, eh klar.
So, dann bleibe ich ganz dem Farbschema treu, das wir am Dienstag auch schon gehabt haben. Das heißt, ich nehme Flamingo-Rot. Und, was nehme ich noch? Grüner Apfel. Genau, ich bleibe beim grünen Apfel. Da habe ich ja schon die zwei Bürstchen. Die habe ich mir natürlich da gleich wieder beiseite gelegt. Und wir brauchen noch mal ein bisschen Schmierpapier. Das hole ich mir da jetzt gerade schnell dazu. Und dann legen wir uns das da drunter. So, es wird schon wieder ein bisschen eng da bei mir. So, dala. Okay. Ich habe auch bei dieser Variante, ich lege euch da mal die Stempelkissen ein kleines bisschen drauf, den Grundauftrag der Farbe ist tatsächlich mit den Bürstchen gemacht. Seid da ruhig ein bisschen mutig, das macht total viel Spaß, geht super schnell und schaut total fesch aus. Also ich tauche auch diesmal wieder wie am Dienstag in die Farbe rein, tupfe mir den gröbsten Farbauftrag am Schmierpapier ab und gehe erst dann auf meine Rosen drauf. Und da fahre ich wirklich mit wenig Druck kreisrund über die Rosen drüber und färbe mir die einfach so ein bisschen mit dem Bürstchen ein. Und wenn ich merke, okay, ich brauche noch ein bisschen Farbe, dann holen wir uns einfach noch ein bisschen Farbe dazu. Und keine Sorge, auch wenn das über den Stempelabdruck ein bisschen drüber rausgeht, das ist, spielt gar keine Rolle, das schaut dann richtig schön aus, wenn das so ein bisschen nach außen sich verdünnt. Das ist richtig fesch. So, dann holen wir uns gleich ein bisschen ein Grün dazu. Für da unten. Da machen wir gerade mal das Kartel auf, damit wir es ja nicht irgendwie im Untergrund haben. Das wäre schade. Und fahren uns da mal ein bisschen über die Ecke. Gern auch da noch seitlich raus verdünnen sozusagen. Dass da ein Farbverlauf rausgeht noch ein bisschen. Das macht es ganz gut. Und da bestimmen Sie natürlich selber, wie kräftig oder wie zart Sie da bleiben wollen mit dem Grün. So, ich finde, das darf ruhig ein bisschen fester grün sein. Das schaut ganz gut aus. Und ich finde, ich glaube, ich mag sogar noch ein bisschen von dem von dem Flamingo-Rot da unten bei der Blüte. Ich glaube, das darf da ein bisschen kräftiger auch sein noch. Ja, schön. Und jetzt gehen wir da gleich an die gegenüberliegende Ecke und machen wir da wieder ein bisschen einen Ausgleich. Und da gehe ich jetzt nicht mehr rein ins Grün, sondern verwende das, was da im Winzel noch drinnen ist und forme mit dem so ein bisschen über die Ecke. Und ihr seht schon, das ist ausreichend genug, dass man da einen schönen Auftrag kriegt. Und ich verwende noch ein bisschen von dem Flamingo, das ja da auch noch genügend drinnen ist. Und forme auch da so ein bisschen über die Ecke drüber. So, dass wir da so ein bisschen eine Zweifarbigkeit haben. Da wird außen ein bisschen fester grün sein. Gehen wir noch ein bisschen drüber. Aber ich finde, so macht das jetzt einen ganz schönen Verlauf und es passt schön zu da unten dazu. Okay, so. Dann können wir eigentlich die zwei Stempelkissen schon mal schließen, dass uns da nichts mehr passiert. Und dann holen wir uns wieder das Anthrazitgrau dazu. In diesem Fall, nachdem es da jetzt darum geht, dass das für mich Willkommenskärtchen für mein Team werden sollen, habe ich mich da jetzt noch für ein weiteres Stempelset entschieden. Und zwar heißt es Berührende Botschaften. Das findet ihr im Jahreshauptkatalog. Und da ist unter anderem drinnen, das Beste an uns ist das Wir. Und das trifft auf meine Wunderweltmädels einfach total zu. Also das Wir, die Gruppe, der Zusammenhalt und der Austausch und die Hilfestellung untereinander, das ist echt das Beste. Und deswegen finde ich, dass das Beste an uns ist, dass wir einfach super gut passt. Und den habe ich mir da natürlich auch schon mal rausgeholt. Und ich mache es immer ganz gern, dass wenn ich einen Spruch einfärbe, dass ich meine Arme daneben hinstempel und dann nochmal schön Farbe hole. Einfach schau, der schön eingefärbt ist. Mal grau könnte mal ein bisschen nachgefärbt werden wieder, aber ich glaube, es geht noch. Und dann stempel ich mir den da oben her und zwar so, dass ich da drunter noch schön Platz habe für den entsprechenden Namen von dem neuen Dimi. So, okay.
In dem Fall weiß ich jetzt natürlich noch nicht, wer das kriegt. Ich hoffe, dass jemand heute zuschaut und sagt, ja, ich will auch ins Team der Wunderwelt-Mädels und sich dann anmeldet. Das war natürlich super cool. Gut, jetzt braucht man nochmal das Flamingo-Rot und ich habe mir von unseren Naturbotschaften, das ja das Art Österreich-Set ist, just in dem Moment jetzt im Januar noch, habe ich mir den Spritzler rausgeholt. Finde ich einfach so super. Die sind so vielseitig einsetzbar. Und diese Spritzler, ich liebe einfach Spritzler. Die gefallen mir einfach total gut und die stempel ich mir da oben einfach nochmal rein, damit das da nochmal so ein bisschen, ja, damit das ein bisschen Wind macht. Ich glaube, ich habe es bei der Claudia in Blütenrosa gestempelt, jetzt in Flamingorot. Macht aber nichts, sind sie halt ein bisschen kräftiger. Ist genauso für meine Begriffe in Ordnung. Gut, okay. Jetzt haben wir da die größte Färberei beendet. Und jetzt werden wir natürlich diesen Rosen nur ein bisschen Leben einhauchen. Und für das verwende ich jetzt die Stampin' Right Marker. Und in meinem Fall brauchen wir jetzt das Blütenrosa. Und ich nehme mir, was habe ich noch? Limette. Ihr werdet jetzt vielleicht euch wundern und sagen, ja wie jetzt, warum nimmt sie jetzt Blütenrosa und Limette, wenn sie doch da mit Flamingo und mit grüner Apfel gearbeitet hat. Und Flamingo und grüner Apfel ist ja eindeutig die dunklere Farbe von diesen beiden. Da haben sie natürlich recht. Ich zeige euch das mal im Stempelset. Wir haben da grüner Apfel und das ist Limette. Und wir haben da das Blütenrosa und das ist Flamingo. Das heißt, ihr seht schon, das Gestempelte ist wesentlich dunkler als das, mit dem ich jetzt mit den Stiften draufgehe. Das macht aber total Sinn, weil ich es nicht zu dunkel haben wollte. Und deshalb nehme ich mir eben diese helleren Töne und fahre mit denen jetzt gerade da entlang. Und ihr seht schon, die sind, obwohl sie die helleren Töne sind, trotzdem dunkel genug, dass sie den Effekt machen, den ich da jetzt haben will. Und ich fahre mir da einfach so entlang dieser Linien und betone die Linien da so quasi ein bisschen, auch da diese Querlinien, die die Rose da hat. Und lasse das Flamingo im Prinzip einfach ein bisschen einen Untergrund spielen oder die Grundfarbe so quasi. Und das geht relativ rasch, also ihr braucht da wirklich nur diesen Linien entlang so ein bisschen fahren. Und habt da einfach schon eine ganz super Bergewirkung. Und dann schaut das aus, wie wenn ihr die unfassbarsten Kolorationskünstler werdet. Und dabei ist es einfach nur ganz simpel den Linien entlang gemahlen sozusagen. Und es macht einfach total einen Effekt, oder? Also alleinig bei der Rose, wenn man da jetzt schaut, was das jetzt für einen anderen Effekt macht, wenn das ein bisschen aufgetragen ist im Gegensatz zu denen zwei, also es wird einfach total lebendig. Und auch da fährt es einfach knapp an der Linie entlang. Und da drinnen einfach so ein kleines bisschen, aber schaut, dass er ein bisschen heller stehen bleibt. So, dass ihr da immer wieder so ein bisschen Licht-Schattenspiel habt, so quasi. Dann ist das, macht das da Mords einen Effekt. Ohne, dass man da jetzt Wunder was großartig leisten muss oder kennen muss. Und auch da machen wir das nochmal. Fahren wir da so der Linie entlang. Und eben auch da hinten. Also ich fahre da einfach wirklich ganz konsequent alle grünen Linien entlang. Ganz gleich, ob das auf den ersten Moment Sinn macht oder nicht. Oder ob man irgendwie, weil vielleicht der eine oder andere sich denken, ja, aber wo ist jetzt Licht und wo ist Schatten? Ich verstehe genau gar nichts mehr. Das spielt in dem Fall jetzt gar nicht so die Rolle, sondern da geht es einfach um das, dass man durch das, dass man in die Linien entlang fährt, ein bisschen eine Dönung reingibt und dann passt das schon. Es muss nicht immer so haargenau sein. Und jetzt holen wir uns den helleren Stift dazu, also den grünen Stift, und mit dem malen wir jetzt da einfach die Blätter an. Und durch das, dass das ja jetzt unsere Stampin' Right Marker sind, also unsere wasserlöslichen Stifte, durch das haben wir jetzt auch kein Problem mit dem Durchbluten von der Farbe. Ihr wisst ja, wenn wir mit den Alkoholblends, also mit den Stampin' Blends arbeiten, dann haben wir ja immer das Problem, unter Anführungszeichen, dass die Farbe nach hinten durchzieht.
Das ist ganz normal. Währenddessen ist bei den Blenden ist natürlich nicht dort. Und wenn das so kleine Motive sind, so wie da, dann könnt ihr, so wie ihr seht, ohne weiteres ganz super gut auch mit den Blends ausmalen. Also da geht es für meine Begriffe vielleicht nicht ganz gleich gut wie mit die Blends, aber ich finde wirklich gut genug. Mir gefällt es total gut. Und jetzt gebe ich da zum guten Schluss gerade noch ein bisschen Winkhoff-Stella drauf, auf die Blüten. Und da fahre ich einfach wirklich einmal ganz geschwind drüber, gerade so, dass ich mir nicht die Farbe anlöse. Einmal ganz geschwind über die komplette Rosen drüber. Fertig. Dann hat die so einen Schimmer, einen Glitzer und Glanz und schaut richtig gut aus. Und jetzt hole ich mir noch ein bisschen Glitzi dazu, da nehme ich am liebsten wieder meine Basic Strassschmuckteile. Die verteile ich da jetzt ein bisschen großzügiger, weil ihr wisst ja, meine Mädels sind halt einfach, die dürfen schon ein bisschen einen Glitzer kriegen und von daher werde ich da jetzt einmal ein bisschen kräftiger Glitzer verteilen sozusagen. So, dass da wirklich ein bisschen was los ist. Und das ein bisschen schimmert. Und da schon sich was tut. Und ich finde, es schaut einfach total lieb aus. Mir gefällt das. Und da einer natürlich auch noch in die Sprutzler. Da verteilen wir auch noch mal 3. Und dann passt das. Und so geschwind ist da eine ganz liebe Willkommenskarte gebastelt. Und ich finde, ist doch lieb, oder? Sagt ihr. Wollt ihr eine haben? Dann kommt zu mir ins Team. Ah, ich bin total nett. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Art der Bemalung oder Ausmalen oder wie man auch immer da sagen soll, kolorieren, dass euch sowas auch gefällt. Ich finde auf jeden Fall, dass das echt wert ist zum Probieren. So, das war also jetzt das erste Projekt von denen, die ich euch da zeigen wollte zu diesem Set. Und jetzt werden wir uns gleich das nächste Kartel anschauen. Und zwar mache ich euch jetzt ein kleines Kärtchen. Für das nehme ich mir jetzt gerade einen Farbkarton und schneide mir der Länge nach bei 14 cm runter, weil das brauche ich dann für die nächste Karte. Und da bleiben wir jetzt genau 7 cm über. Und da mache ich mir ein Mini-Kärtchen draus. Das heißt, da auch schneide ich mir auch wieder 14 cm der Länge runter und falze das Ganze bei 7 cm. Und das wird jetzt so ein Mini-Kärtchen, was sich zum Beispiel total super eignet für Valentin. Valentin steht ja mehr oder weniger schon vor der Tür. Das heißt, auch da braucht man ja natürlich wieder kleine Kärtchen für zu Blumen dazu oder Schokolade und für die Mama und für die Schwester und für die Freundin und 100 Möglichkeiten, denen wir unsere lieben Wünsche schicken wollen und von daher finde ich passt das gerade gut. Und da möchte ich jetzt auch wieder mit einem Stempelabdruck arbeiten und zwar mit dem. Den finde ich nämlich gerade so für Mini-Kärtchen total lieb. Super gut geht auch der, da zeige ich euch dann noch eine zweite Variante, die ich euch zwar jetzt nicht nur mal vorbastel, weil die von der Technik gleich ist wie die von dem Kartal, was wir jetzt gerade gemacht haben. Aber ich zeige euch das natürlich auch. Und die Variante werden wir jetzt gleich basteln. Und dazu verwende ich jetzt grüner Apfel. Das machen wir jetzt ein bisschen heller. Dann brauchen wir den entsprechenden Stempel. Den werden wir da jetzt gleich einfärben. Den setze ich mir da draußen jetzt am Rand her. Den lasse ich jetzt da hochwachsen. So, okay. Und ich mache mir da einen Spruch drauf. Und zwar nehme ich da den in Liebe verbunden. Auch den stempel ich mir jetzt in meinem Fall wieder in Anthrazitgrau. Der passt da seitlich noch total gut her. Wunderbar. Perfekt. So, okay. Und jetzt werden wir die Blümchen da einfach wieder ausmalen. Und auch da nehmen wir uns jetzt gerade die Stampin' Right Marker. Ich beginne mit den Blümchen, nehme da jetzt wieder Blütenrosa
und male mir einfach ganz geschwind diese Blümchen aus. Das geht wirklich recht rasch. Da unten den Ding nehme ich mit. Dann fahren wir da entlang. Und das ist natürlich so bei den Stampin' Right Marker. Man kann jetzt mit denen eben, wie gesagt, so kleinere Flächen ganz, ganz wunderbar ausmalen, wie ihr seht. Das funktioniert wunderbar gut. Aber man kann jetzt da nicht großartig Farben miteinander verblenden. Das heißt, wenn ich jetzt da die erste Schicht aufgetragen habe und ich gehe dann nochmal drauf, dann sehe ich natürlich, wo der Strich ist, wo ich nochmal drauf gehe. Ich zeige euch das jetzt dann gleich. Das ist bei den Stampin' Blends ein bisschen anders, weil da haben wir ja immer heller und dunkler den gleichen Farbton, so dass man schön Schattierungen machen kann. Also das ist einfach ein bisschen eine andere Art des Ausmalens, aber eben wie gesagt, ich finde für so kleinere Geschichten geht das einfach total gut. So, damit jetzt der erste Ding mal ein bisschen trocknen kann, male ich mir gerade mit dem Limette schon mal die Blätter aus. Da hinten mache ich diesen kleinen Blütenkopfteil unten. Und da gebe ich gerade in die Blätter eben das Limette rein. Das ist eben jetzt einfach eine Nuance heller als das Grün, das da gestempelt ist. Da habe ich vergessen, sehe ich gerade. Da muss ich nochmal ran mit dem Blütenrosa. So, und durch das, dass das eben ein bisschen heller ist, durch das sieht man eben auch nochmal sehr gut, wo die Grünteile vom Stempeln sind. Also es macht total Sinn, da ein kleines bisschen heller zu bleiben. Gut, und die Blüten mitten mache ich mir gerade mit Zitronenparfait. Ich bin ja ein großer Stampin' Right Marker-Liebhaber, wie ihr wisst. Gerade auch zum Stempel einfärben finde ich einfach super. So, und jetzt möchte ich denen natürlich auch noch ein kleines bisschen mehr Leben einhauchen, weil so sind sie natürlich sehr flach, weil sie ja alles gleich eingefärbt ist. Und damit die jetzt auch ein bisschen Struktur und ein bisschen lebendiger werden, mache ich einfach eine zweite Schicht drauf. Das heißt, ich gehe jetzt da einfach nochmal drauf und male auch da gerade ein kleines bisschen dort und da ins Blumenblattl rein, so dass ich hellere und dunklere Stellen habe. Ich gehe da wieder ganz konsequent die Striche entlang und mache da, wo man vorkommt, das ist ein bisschen weiter drunter liegend, das Blattl, das male ich einfach an. So, dann können wir da einmal rundum ziehen. Und auch da wieder gehe ich gerade mal auf jeden Fall die Striche da entlang. Und da sehe ich eben, das liegt ein bisschen unterhalb, also fahre ich da noch so ein bisschen her. Und auch da ziehe ich noch ein bisschen und da fahre ich noch ein bisschen her. Und ihr seht schon einfach dort und da, wo man vorkommt, da male ich jetzt einfach nur mal ein kleines bisschen drauf. Da gebe ich noch ein bisschen Blütenfarbe drauf. Und alleinig da könnt ihr jetzt schon sehr gut sehen, jetzt wird das Ganze schon einfach lebendiger, weil wir so wie da hellere Stellen haben und so wie da dunklere. Und das könnt ihr einfach auch mit den Stampin' Right Marker ganz, ganz, ganz super gut machen. Und damit jetzt das Blümchen da nicht so ganz in der Luft hängt, nehme ich mir da den helleren Farbton und fahre unten gerade so ein kleines bisschen hin und her und mache da jetzt noch mit dem Olivgrün, nicht erschrecken, gerade ein paar Gräser dazu. Und dann hole ich mir nochmal das Limette dazu und fahre auch mit dem da nochmal gerade so ein paar Gräser raus. Fertig. Jetzt hängt das da nicht mehr so in der Luft, sondern hat ein bisschen am Boden. Und ich finde, das ist eigentlich ganz eine liebe Variante, auch um eben so ein Mini-Kärtchen zu machen. Und damit auch das ein bisschen Glitze kriegt, habe ich mich da entschieden für die, wie heißen sie denn, selbstklebende Herzen und Blüten. Ich meine, das ist von der Bienenserie oder Hummelserie. Und da nehme ich mir jetzt das blütenrosa Herzal, das kleine, und das setze ich da her. Beziehungsweise in meinem Fall habe ich jetzt da vom Stempel einen kleinen Fleck. Also setze ich mir das gerade da drauf und decke da diesen Mini-Fleck ab. Da muss man manchmal ein bisschen kreativ sein. Aber es passt ja gut, oder? Das Herzal beim Blumal. Und schon ist der kleine Mini-Fleck weg. So schaut mein Ursprungskartel aus. Ach so, und ein bisschen Wink auf Stella kommt noch drauf, sehe ich gerade bei meiner Musterkarte. Natürlich, ohne Wink auf Stella geht da genau gar nichts. Und auch da setzen wir gerade dort und da bei den Blümchen auf die Blätter ein bisschen Wink auf Stella. Da am Kopf entlang. Das mache ich gerade ganz geschwind. Also das sollte jetzt gar nicht wundern, wie er genau sein, sondern gerade, dass die ein bisschen glitzern. Ich weiß, ihr seht das leider über die Kamera nicht, aber in Natura schaut das einfach super aus.
Und das ist also jetzt meine Kärtchenvariante Nummer 1. Und jetzt zeige ich euch nochmal Kärtchenvariante Nummer 2. Das ist die. Die ist jetzt eben mit diesen beiden Blümchen gemacht, einfach nebeneinander abgestempelt. Unten wieder mit die Bürste reingefahren, im Prinzip so wie bei dem. Und auch da, seht schon, das ist auch wieder gerade mit den Stampin' Right Marker. Zuerst mit den Bürsten vorgebürstelt. Ihr seht es da am Rand heraus, dass da ein bisschen Farbverlauf ist. Und dann gerade mit den Stampin' Right Marker an diesen grünen Flächen ein bisschen draufgefahren. Dann habe ich da hinten noch ein bisschen Wink auf Stella aufgetragen. Fertig. Und das in Liebe, das ist im Prinzip das Gleiche wie da mit in Liebe verbunden. Aber da habe ich den Stempel sauber gemacht und mit dem Anthrazitmarker bin ich dann einfach über das in Liebe drüber gegangen. Das heißt, ich habe ihn zuerst eben gereinigt und dann habe ich mir einfach da auf den oberen Teil mit dem Stampin' Right Marker das eingefärbt. Achtung, das geht nur mit dem Stampin' Right Marker, nicht mit den Stampin' Blends. Also da müsst ihr darauf achten, es müssen die runden Stifte sein. Im Gegensatz zu den Stampin' Blends, die ja eckig sind, die werden nämlich mit Alkohol, das heißt, ihr könnt es da zwar draufmalen, aber dann bleibt die Farbe auf dem Stempel. Und das will man natürlich nicht. Man will ja die Farbe aufs Papier abstempeln. Deshalb die runden Stampin' Right Marker, weil die auf Wasserbasis sind. Und das lässt sich dann auch vom Stempel wieder rückstandsfrei runtergeben. Und zwar einfach entweder mit dem lila Tuch, könnt ihr das runterwischen. Schön sauber oder ihr fahrt damit in unsere Schrubbkiste. Okay, so. Das sind also jetzt meine Mini-Kärtchen-Varianten. Finde total süß, oder? Ich mag sowas total gern. Zu Schokolade dazu oder eben zu Blumen. Finde ich das total lieb. Und jetzt möchte ich euch noch eine ganz besondere Kartenvariante zeigen und zwar nochmal eine Glückwunschkarte zur Hochzeit. Die schaut so aus. Ich hoffe, ihr seid jetzt nur so lange dabei beim Video, dass ihr das auch seht. So schaut sie aus. Ich zeige sie euch auch mal ganz nahe. Finde total lieb, oder? Und auch da haben wir jetzt wieder ganz verschiedenste Techniken. Und ich habe die Karte so gewählt, dass sie nicht ganz aufgeht, sondern nur ein Stück weit. Das heißt, wir haben da nochmal eine Falzlinie. Und das, finde ich, macht einfach total einen Wind. Das ist so eine Kleinigkeit, aber es schaut einfach total super aus. Okay, so, dann schauen wir uns an, wie die Variante geht. Auch da brauchen wir jetzt wieder unseren Papierschneider. Und ihr wisst ja von vorher, da haben wir ja das Papier gehabt, wo wir uns den 7 cm Streifen runtergeschnitten haben. Es bleiben uns also da jetzt die 14 cm, die wir genau für unsere quadratische Karte brauchen. Und das falzen wir uns jetzt bei 14 cm. Schöne Falzlinie ziehen. Dann knicken wir uns das schon mal. Und dann schneiden wir uns das bei 14 cm ab. Das heißt, ich lege mir das da wieder schön ein und schneide mir das da runter. Und den Streifen, den brauchen wir. Das ist dieser da. Also da verwenden wir als Zierstreifen nochmal. Gut, jetzt müssen wir natürlich da noch die Falzlinie reinsetzen, damit wir da auch die Karte dann schön aufmachen können. Und für das gehen wir uns die nur mal rein und fahren auf 11,5 cm und ziehen uns da nochmal eine Falz. Und damit bleibt uns da ein Streifen über mit 2,5 cm. Gut, okay, so. Dann können wir das da einmal festheben und aufbiegen. Gut, so schaut also unsere Karte aus. Das, wie gesagt, wird unser Streifen, den wir da draufsetzen, den wir bestempeln. Und damit haben wir schon mal unsere Grundkarte sozusagen vorbereitet. Gut, dann die Saison. Grundkarte legen wir im Moment beiseite. Und jetzt bestempeln wir uns mal als erstes unseren Designer-Papierstreifen, wenn man so will. Und für das legen wir uns gerade wieder das Schmierpapier drunter. Nehmen uns zwei Stempelkissen. Und zwar zum einen nehmen wir jetzt Limette und zum anderen den grünen Apfel. Also wir bleiben bei ganz frischen Grüntönen und dann holen wir uns diesen Stempel, den ihr da drinnen findet, auch wieder mit den wunderschönen Blättern. Und ich finde, der ist mega gelungen. Das ist ein wunderschöner
Blattstempel. Und damit der jetzt nicht so langweilig ausschaut und in einer Farbe nur abgestempelt ist, habe ich mir gedacht, wir machen da die sogenannte Rock'n'Roll-Technik. Die Rock'n'Roll-Technik bedeutet, dass man einen Stempel in ein Farbkissen, in ein helleres reintupft und dann in ein farbverwandtes, dunkleres Set geht und da jetzt nicht gerade drauf tupft, sondern das Ganze sozusagen abrollt. Deswegen heißt das auch Rock'n'Roll, weil man eben da so quasi eine rollende Bewegung über Stempelkissen macht. Und durch das, ich sage es auch mal so, durch das, dass wir jetzt da eben das Ganze draufsetzen und nur am Rand so quasi herumrollen, bleibt der Stempel in der Mitte immer erhöht. Das heißt, da bleibt er hellgrün und außen ist er dunkler grün. Und genau so stempeln wir den dann auf unsere Karte ab. Und jetzt seht ihr da auch ganz wunderbar, ich hebe euch das mal drunter, die Technik mit dem, dass es da drinnen hell ist und außen dunkler. Und je öfter ihr natürlich rumfahrt, desto dunkler wird es außen. Also ich bin jetzt zweimal so quasi gerollt. Durch das ist es relativ dunkel, also dunkler als bei meinem Ursprungskartel, aber das macht nichts, schaut trotzdem super gut aus. So, wenn jetzt so wie da der Stempel recht schmutzig ist, dann müssen wir ihn einfach dazwischen gerade einmal sauber machen. Aber ich zeige euch auch, wie das Ganze funktioniert, ohne dass man da ständig in die Schrubbkiste oder ins lila Kristall müssen. Und zwar, jetzt hole ich mir wieder Farbe und dann rolle ich da einmal wieder so drüber. So ein bisschen Übungssache. Und dann stempel ich das Ganze da jetzt wieder ab. Und ihr seht schon, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein hellerer Unterschied als vorher. Ich zeige euch das nochmal. Ist jetzt da außen nicht ganz so dunkel wie da, aber trotzdem noch schön klar ersichtlich der hellere und der dunklere Bereich. Coole Technik, oder? Sagt ihr. Und wenn ihr dann wirklich den Stempel gut abdruckt, so dass ihr da dann seht, okay, jetzt färbt eigentlich nichts mehr ab, dann könnt ihr da ruhig wieder rein in das helle Grün und könnt da wieder einmal drüber rollen. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, nicht schön gerollt. Muss ich da noch mal ein bisschen? Gut. Und dann setze ich mir das Ganze wieder da drauf. Wunderbar. Und dann drücke ich das wieder ganz fest auf meine Unterlage, so dass ich den ganzen grünen Teil wieder runtergib. Färbe mir wieder ein, fahre wieder einmal die Runde und stempel da oben nochmal ab. Wunderbar. So, ich würde mal sagen, das passt schon so. Damit kann der zur Seite. Und jetzt nehme ich mir gerade nochmal mein Bürstel. Und ich glaube, dass da sogar noch genug Grün drinnen ist, dass ich da nochmal so ein bisschen drüber fahren kann. Und dünne mir das da gerade noch ein bisschen ab, obwohl ein kleines bisschen Farbe vertragt. Und jetzt gehe ich gerade nochmal ins Limette, tupfe das Gröbste ab und fahre dann mit dem Limette ein bisschen drüber. Ich dünne das gerade nochmal ein bisschen ab, dass es nicht hart weiß ist, sondern dass wir da dann den schönen grünlichen Streifen haben. Und das ist es schon gewesen. Und damit haben wir da jetzt schon unseren Designerpapierstreifen so quasi gewerkelt. Jetzt können wir unsere Karte da schon mal vorbereiten. Da nehme ich mir jetzt für diesen zum Zukleben ein doppelseitiges Klebeband. Fahre da ganz an der Kante entlang von dem ersten Bug. Ich zeige es euch gleich näher in die Kamera. Und einmal da in der Mitte noch runter. So, okay. Wichtig ist, dass ihr wirklich schön von unten nach oben klebt, dass der Streifen wirklich schön runtergeht und dass ihr da entlang der Kante einen Kleber auftragt, aber halt so, dass ihr da schon nur ein kleines bisschen Spiel habt zur Kante raus. Also einen Millimeter ungefähr lasst ihr euch da stehen, aber schaut, dass da wirklich schön an die Kante entlang geht. Dann hält euch das nämlich danach schöner zu. Dann lösen wir uns da gerade Klebestreifen oder die Schutzstreifen vom Kleber runter. Und dann können wir das einfach ganz schön schließen. Durch das, dass wir es ja schon schön gefalzt haben, braucht es da jetzt auch keine Sorge haben, das ist überhaupt nicht schwierig. Und dann könnt ihr es da richtig gut andrücken.
Und damit habt ihr jetzt diesen wirklich pfiffigen und witzigen Effekt, dass da die Karte schön zuhält. Es macht einfach, es ist so eine Kleinigkeit, aber es macht irgendwie so ein extra Wow, finde ich. Und es lässt sich noch als Karte super schön hinstellen, es schaut einfach gut aus. Okay, und jetzt wollen wir gleich unseren Streifen aufkleben. Da nehme ich mal ein bisschen Dombo. Gib mir da hinten einfach einen Kleber drauf. Durch das, dass das jetzt genau unser Reststreifen ist vom Papier, ist der auch fast genau richtig lang. Es kann sein, dass er ganz ums Kennen drüber aussteht. Dann schnippeln wir den Rest einfach mit dem mit der Papierschere ab. Bei mir ist das manchmal so, dass es gerade ums Kennen raussteht, so ein Millimeter oder nicht einmal ein Millimeter. Ich weiß nicht genau, warum ich das aber wieder schaffe. Aber es ist diesmal auch wieder so. Steht so gerade ums Kennen. Gerade ums minimale Kennen steht es drüber aus. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Aber da steht es ganz ein kleines bisschen drüber aus. Und dann nehme ich mir einfach eine Papierschere und schneide mir diesen Überstand da einfach weg. Dann passt das. Dann ist das ganz schön sauber gleich lang von unten nach oben. Schön, oder? Alleinig das, wie das elegant wirkt, oder? Geht es Ihnen auch so oder geht es mir so? Ich finde, das schaut total elegant aus. So cool. Gut, okay. Dann wagen wir uns an diesen Kreis ran. An den Blätterkreis. Und für den Blätterkreis brauchen wir jetzt natürlich die Stanzformen. Die holen wir uns da jetzt gleich raus. Und zwar ist es jetzt diese Form. Das ist jetzt so ganz leicht eine ovale Form. Und wir haben da nochmal so einen Blätterzweig, der da sehr gut dazu passt. Das heißt, auch den brauchen wir. Und wir nehmen nochmal die drei kleinen Blümchen, die auch am Dienstag schon zum Einsatz gekommen sind, weil auch die da super gut dazu passen. Dann müssen wir uns ein bisschen Papier präparieren und da brauchen wir jetzt natürlich ein Stück Restkarton. Gerade mal schauen, ob das da passt. Das ist gerade so zu wenig. Dann nehmen wir mal ein anderes Stück. Nehmen wir mal das. Das passt wunderbar. Okay, gut. So, so viel brauchen wir da gar nicht. Da werden wir jetzt den Rest gerade abschneiden. Das können wir dann für ein anderes Projekt wieder brauchen. Und das reicht uns. Und jetzt werden wir den Teil ganz schön in Grün präparieren. Und da verwende ich jetzt wieder die zwei Grüntöne, die ich da draußen schon verwendet habe. Durch das wird das dann auch alles so stimmig, weil wir genau in die gleichen Töne bleiben. Also wir bleiben wieder mit Limette und grüner Apfel. Und wir brauchen wieder ein bisschen Schmierpapier als Unterlage. Und dann nehmen wir uns wieder das Bürstel. Und ich fange jetzt beim Bürsteln. Ihr seht ja, da ist jetzt eigentlich so gut wie keine Farbe mehr drauf. Das heißt, ich kann jetzt da ganz problemlos in das hellere Grün rein. Und mache mir da jetzt einfach wirklich so hellere grüne Flecken. Und wenn das so wie da jetzt einmal ein bisschen mit Struktur ist, sage ich jetzt einmal, ist das überhaupt nicht tragisch, weil das dann bei den Blättern richtig gut ausschaut. Also das wird dann nicht stören. Und da mache ich mir jetzt einfach das ganze Papier so fleckrig grün mit dem helleren. Okay, so, und jetzt hole ich mir das dunklere Grün dazu und mache mit dem so ein bisschen dazwischen. Jetzt färben wir uns da ein bisschen dazwischen rein und schauen, dass wir uns da richtig ein schönes, so ein richtig ein schönes marmoriertes grünes Papier zaubern, so quasi. Geht also super schnell, das ist richtig bärig. Okay, ich würde mal sagen, das passt so. Und jetzt können wir das da ganz super ausstanzen. Und wir nehmen uns auch den Blätterteil und auch den stanzen wir da aus dem Teil noch einmal oder zweimal raus. Also brauchen wir insgesamt zweimal den kleinen, der müsste eigentlich da gut Platz haben. Dann brauchen wir natürlich auch einiges an Blüten. Und ein paar von den Blumen habe ich mir da schon vorbereitet. Zeige euch die mal. So schauen die aus. Die sind natürlich auch wieder in dem
Flamingo-Rotkräutern und ein bisschen mit Zitronenparfait. Und wir brauchen 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blüten. 6 haben wir schon, also brauche ich leider nur eine Dreiergruppe. Und ich habe da noch ein Blattal von meiner Ursprungsplatte. Das heißt, es reicht mir wirklich, wenn ich das jetzt einmal so ausstanze. Wir brauchen 2 Blattal, das verwenden wir wieder das. Gut, und für die 3 Blumen nehme ich mir gerade auch noch mal ein kleines Stück Restpapier. Ihr habt ja sicher auch jede Menge so kleine Zeug rumliegen. Ich habe halt immer so kleine Restteile. Da schaue ich gerade zuerst, ob es auch wirklich Platz hat. Und das hat da jetzt gut Platz. Und damit werden wir uns auch das gerade geschwind einfärben. Und da nehmen wir uns jetzt gerade das Zitronenparfait. Da nehme ich mir jetzt gerade ein bisschen von dem. Fahr da mal einmal so ein bisschen drüber. Und dann hole ich mir noch das Flamingo-Rot und nehme mir gerade noch ein bisschen Flamingo-Rot, um das Ganze einzufärben. Jetzt schauen wir gerade mal, ob die 3 Blümchen da drauf Platz haben oder ob wir noch ein bisschen müssen. Wir können da noch ein bisschen außerfärben. Aber ich glaube, so müsste es jetzt ganz gut passen. Genau. So, da werden wir jetzt die 3 rausstanzen. Und dann werden die da hoffentlich gut dazu passen. Okay, dann brauchen wir unsere Stanz- und Prägemaschine. Mal schnell die Karte in Sicherheit bringen. Dann geben wir uns die da drauf. Drehen einmal raus. Und legen uns da unseren Blätterkreis drauf und einmal das in die Mitte rein. Wie gesagt, ihr braucht jetzt das zweimal, dann legt es einfach ein bisschen seitlich, dann habt ihr da dann noch genug Platz über. Oder aber ihr dreht euch das ein bisschen seitlich, dann könnte es sein, dass da draußen Platz hat, je nachdem, was für Reststück ihr halt am Papier habt. Okay, so. Dann kurbeln wir das Ganze durch und ihr wisst ja, einmal vor, einmal zurück ist bei diesen filigranen Dingen kein Fehler. Schauen wir gerade mal, ob es schön geschnitten hat. Ah, es schaut super aus. Perfekt. Können wir das gleich beiseite geben und dann machen wir gerade noch schnell die Blümchen. Holen wir uns die da auch noch gleich raus. Einmal drauflegen. Das sollte mit einmal durchkurbeln leicht reichen. Wunderbar, schaut. Schön geschnitten. Passt perfekt. So. Dann kann die Stanzmaschine wieder beiseite. Dann werden wir uns da die Blümchen rauslösen. Machen wir das Pixie-Tool. Da hinten die 3 Löcher, können wir da gerade durchpixeln. Schaut, und die passen jetzt ganz, ganz wunderbar zu denen dazu. Perfekt. Und dann schauen wir uns da die Blätter an. Das passt auch sehr gut. Da haben wir jetzt den Innenteil. Wunderbar, super schön, oder? Was sagt ihr? Ich finde, das sind so traumhaft schöne, filigrane Blätter. Das ist unglaublich. So lieb. Und die Blümchen, ich finde die auch total entzückend. Okay, so, okidoki. Jetzt werden wir den da oben herbauen. Und den Blätterkranz. Das heißt, wir haben da unten noch Platz für einen Spruch. Den stempeln wir uns gleich. Und da nehme ich mir jetzt das dunklere Grün von den 2, also den grünen Apfel. Und das Glückwunsch zur Hochzeit. Haben wir da. Der ist eben auch drinnen. Dann findet ihr da den Spruch. Und den werden wir uns da jetzt auch gerade nochmal gut einfärben. Dann stempeln wir gerade einmal auf der Seite ab. Passt gut. Ich finde immer, wenn man einen Spruch einmal vorher abstempelt, dann ist schon eine gewisse Grundfarbe auf dem Stempel. Ich finde einfach, das wird dann schöner. Müsst ihr mal ausprobieren, ob es euch auch so geht. Und da jetzt gerade schauen, dass ihr rechts unten schön hinstempelt. Wunderbar. Perfekt. Perfekt. Total cool. So, schön. Jetzt werden wir die 2 Blätterteile, die wir da ausgestanzt haben, da unten reinkleben. Und zwar habt ihr ja da so eine Öffnung und da schiebe ich mir diesen Stängel einfach da rein und klebe mir den da hinten mal an.
Und das finde ich geht am leichtesten, indem ich da wieder mein kleines Flascherl nehme. Dann trage ich mir da hinten bei dem Stängel gerade ein ganz ein kleines bisschen Kleber auf. Wirklich nur ganz wenig. Gerade so ein Tropferl, so ein Mini-Tropferl. Und dann fädle ich das da rein in diese Öffnung und klebe mir das da hinten an. Einfach indem ich da drauf drücke, fixiert sich das dann total super da hinten drauf. Und dasselbe mache ich beim zweiten, auch da gebe ich gerade da hinten drauf ein ganz ein kleines bisschen Kleber. Friemel das da in diese ovale Öffnung rein. Und leg das Ganze einfach nieder und drück es einmal an. Und dann habe ich das da in der Regel da hinten drauf kleben. Jetzt habe ich es zu schnell aufgehoben, macht aber nichts. Quetsche es mal ein bisschen drauf noch. Und jetzt klebt es da wieder ganz schön an. Okay, so. Und jetzt gebe ich bei diesem Teil mal gerade einen Kleber da, wo die Rundung ist. Warte mal, ich muss da gerade mal schnell meine Spitze ein bisschen abputzen, damit da der Restkleber weg ist. Sonst habe ich den dann überall. Also, ich gebe mir jetzt gerade da, wo der filigrane Kranz ist. Das seht ihr dann in Natura total gut. Da, wo der filigrane Kranz ist, da gebe ich mir auf jeden Fall einen Kleber drauf. Und auch dort und da bei einem Blattl. Aber nicht bei alle Blätter. Das ist ausgesprochen wichtig, dass ihr nur ab und dann auf ein Blattl einen Kleber gibt, so wie da bei dem zum Beispiel. Das da in der Stanzform da angestanzt ist, da könnt ihr ruhig einen Kleber drauf geben. Und dann fahren wir einfach mal den Kreis entlang da, dem filigranen Ding da. Tragen wir mal da ein bisschen einen Kleber auf. Ich muss da aber meine Hände ein bisschen ablegen, sonst fange ich so an zum Zittern, dann geht das nicht mehr. Und da, wo der Stängel an klebt ist, da könnt ihr auch daneben bei dem Blattl ein bisschen Kleber drauf geben. Und dann wieder da, wo der nächste Kreis anfängt. Eben wie gesagt, also wenn ihr das dann in der Hand habt, dann seht ihr genau, wo da dieser Kreis geht. Und da gebe ich auch wieder ein bisschen Kleber drauf, wo der Stängel ist. Und ansonsten gebe ich jetzt momentan noch keinen Kleber auf die Blätter, damit ich bei den Blättern nur ein bisschen mehr Spiel habe, sodass ich meine Blümchen da drunter einschieben kann. Okay, jetzt mal schauen, wo kein Kleber ist, dass ich es gut in die Hand nehme. Und jetzt klebe ich mir das so da drauf. Zum einen, dass ich da einigermaßen links und rechts in der Mitte bin, so ungefähr wenigstens. Dass da der Abstand und da der Abstand so in etwa der gleiche ist. Dann tupfe ich das mal vorsichtig an. Wunderbar. Und jetzt habe ich eben noch alle Möglichkeiten. Durch das, dass bei ganz vielen Blättern noch kein Kleber drunter ist, kann ich mir jetzt die Blüten ganz super gut arrangieren, sozusagen. Trotzdem hält aber der Kreis schon. Also der fällt jetzt auch nicht mehr an. Rein theoretisch müsste ich jetzt gar kein Blatt mehr ankleben. Das ist jetzt ein bisschen Geschmackssache, wie lebendig Sie das Ganze haben wollen. Und jetzt gebe ich mir als erstes einmal meine Blüten in meinen Handrücken und gerade mal schnell einen Kleber zu machen, sonst geht der dann nicht mehr. Und nimm mir jetzt von meinem Aufhebhelfer die Spitze mit den zwei Kugeln. Da gibt es ja die zwei Falzkugeln und da nehme ich mir die größere Kugel und mit der größeren Kugel drücke ich mir da die Spitze so in meine Innenhand rein. Da mache ich wie so eine Art Schüssel. Und da drücke ich mir das Blumal eine. Und durch das kriegt das Blümchen dann einen richtigen 3D-Effekt. Also das kriegt einen richtigen Bug. Und das mache ich wirklich konsequent mit allen Blümchen, dass ich denen jetzt ein bisschen eine Form verpasse. Ihr könnt es da ein bisschen auf und ab fahren. Das geht super gut. Je nachdem, wie halt die Blüte geformt ist. Wenn jetzt alles Blütenblätter da ist, dann braucht es meistens nicht. Dann geht es oft ganz gut, dass es gleich schon in Form ist. Und wenn es aber so eine seitliche Blüte ist, dann kann es manchmal sein, dass man mit dem Kugel so ein bisschen auf und ab formen muss, damit es schön wird. Aber wie gesagt, da wo alle Blütenblätter da sind, da geht das ganz gut. Ihr könnt jetzt rein theoretisch auch die Stempel- und Perforiermatte für das verwenden, aber ich finde, das geht mit der Innenhand total gut.
Und dann braucht man da gar nicht wunder, was rauskramen. Weil da in der Handfläche innen denselben Effekt hat wie die Stempel- und Perforiermatte. Das funktioniert super. Wenn man jetzt nicht gerade 10 von denen Karten macht, also für eine oder zwei, geht das mit den Händen auch ganz gut. So, dala. Und schon sind alle Blümchen in Form. Gut. Und jetzt werden wir uns die einfach immer wieder mit einem Tropfenkleber da drauf ein bisschen arrangieren. Das heißt, ich gebe da hinten so einen Kleber drauf, setze mir das dann einfach mal an eine Stelle hin, wo man vorkommt, da war es lieb. Und dann drucke ich mir das mit dem Kugel da an. Weil dann habe ich da genau den Punkt, wo der Kleber drunter drauf ist. Und ich muss nicht irgendwie mit den Handflächen wieder oder mit den Fingerspitzen wieder runterfahren. Und das Kugel hat ja genau die Öffnung, oder die Blüte hat genau die Öffnung vom Kugel. Deswegen geht das so gut. So, dann friemeln wir da mal eines ein bisschen drunter rein, dass die da so ein bisschen rausschaut. Die fixiert man dann auch gleichzeitig das Blatterl ein bisschen. Dann nehmen wir mal ein nächstes. Einfach wieder einen Tropfen Kleber drauf. Und dann setzen wir uns das da so ein bisschen drunter rein. Und es wird halt jetzt mal ein kleines bisschen anders. Also es wird jetzt keins ganz exakt hundertprozentig gleich wie das erste Kartel wird, weil es einfach, ja, es ist halt Handarbeit. Soll ja auch so sein, oder? Dann friemle ich einmal da so drunter rein, dass das da so noch ein bisschen rausgeht. Dann setze ich mal eine Blume mal oben hin. Fahren wir mal da so ein bisschen da rein. Und ihr seht schon, mit dem drücke ich mir auch gleichzeitig die Blätter ein bisschen runter und fixiere mir die auch gleichzeitig ein bisschen. Und wenn euch dann dort da bei einem Blattl immer noch vorkommt, irgendwie war es gut, ich klebe das ein bisschen an, dann könnt ihr immer noch da drunter einen Kleber reingeben. Aber ich persönlich mag ja das eigentlich total gern, wenn auch nur ein bisschen Bewegung ist in die Blätter. Also wenn sich da ein bisschen was tut und nicht jetzt Blattl direkt auf die Karte fixiert ist, das finde ich eigentlich total fesch. Dann hat das nochmal so ein bisschen Lebendigkeit. Und wie gesagt, Oberburzeln tut ja da jetzt nichts mehr. Das ist ja fest genug fixiert, dass das passt. So, dann setzen wir noch eine Blume mal in dem Fall jetzt da einer. Glaube ich, gefällt mir das jetzt noch ganz gut. Und das, glaube ich, setze ich mir jetzt da her. Genau. Und da habe ich meine Blume schon fixiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wunderbar, passt perfekt. Meine neuen Blümchen sind platziert. Ein bisschen anders wie bei der. Ihr seht es schon. Und trotzdem schaut es aber total lieb aus. Und auch da nehme ich mir jetzt gerade wieder meine normalen Glitzis und setze mir da wirklich wieder konsequent in alle Blümchen Mittelpunkte, also Glitzersteinchen rein. Das schaut einfach super gut aus, macht es ein bisschen eleganter. Vorsicht, nicht aufs Blattl kleben natürlich, sondern schon drunter eine. Und das Blatt. Sonst stimmt uns das optisch nicht mehr so gut. So. So muss das sein. Schaut das gleich schicker aus. Daher. Und das setzen wir da rein. Ach, so süß, oder? Meine Güte, wie mir die Karten gefällt. Ich liebe ja so Grenze. Das ist ja immer sehr furchtbar mit mir. Wenn ich irgendwo so Grenze sehe, das finde ich immer super hübsch. Okay. Und dann setzen wir noch ein Herzchen von denen nur unten beim Spruch dazu. Dann nehmen wir jetzt gerade wieder das Pixel-Tool. Und das setzen wir jetzt in dem Fall da dazu, weil es ein bisschen weiter außen gestempelt ist. Passt genauso. Und schon
ist die Karte fertig. Bei der verzichte ich jetzt auf Winkostella, weil wir ja ganz viele Glitzerelemente in der Mitte haben von den Blümchen. Ich finde es super fesch, oder? Sagt ihr. Ich liebe diese Kranzkartendinger. So hübsch, oder? Mann, total lieb. Okay, schön. Also, das waren jetzt meine weiteren Ideen zu diesem wunderschönen Produktpaket. Ich lege es euch nur mal alle einer, dass man es auch wirklich gut sieht. Weil das immer bei der Kartenvariante ein bisschen schwieriger ist, weil die immer so aufspringen wollen. Mal ein bisschen dort runterlegen. Und da haben wir jetzt noch die kleinen dazu. So sind also jetzt noch meine Ideen, die da dazu entstanden sind. Zu dem wunderbaren Produktpaket ewig verbunden. Ich hoffe sehr, dass euch meine Varianten gefallen haben. Also, da kann man schnell einen Acrylblock rausklauen, damit das da ein bisschen hält. Ich hoffe euch sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, schenkt mir bitte einen Daumen hoch. Hinterlasst mir bitte super gerne einen Kommentar. Ich bin total neugierig, wie es euch gefällt. Und eben wie gesagt, wer gerne bei mir was bestellen möchte, geht gerne auf meinen Blog diewunderweltauspapier.com. Und ja, schreibt es mir einfach an, kontaktiert es mich bitte gerne. Vielen, vielen Dank fürs Schauen und alles Liebe und ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns wieder live am Dienstag. Tschüss, baba, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.